Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben heute eine spontane Sendung. Es ist jemand auf der Flucht und hat sich hier ins Bewusst-TV-Studio sozusagen geflüchtet. Und es geht um Kinder, die von Richtern und Jugendämtern sozusagen den Eltern weggenommen werden. Ich habe solche Fälle immer wieder gehört. Wir hatten auch schon mal eine Sendung darüber, aber es gibt sehr, sehr, sehr viel mehr Fälle. Und ich habe heute einen Fall, die Antonia ist bei mir. Die ist nämlich einfach abgehauen aus dem Heim. Und die Situation ist, ich habe es gesehen, die Eltern sind da und sie wollen nicht, dass die Tochter weggenommen wird und du willst eigentlich auch nicht im Heim leben. Ja, ich habe gesehen, auch wie ihr euch jetzt getroffen habt, dass es wirklich eine herzliche Begegnung war. Also es ist nicht zu sehen, dass es da irgendwie zwischen euch Probleme gibt. Willst du erzählen, wie das angefangen hat, oder wer kann das am besten erzählen? Irgendwo muss es ja, einen Anfang geben. Ich kann einen Anfang zu erzählen. Ja. Also ich lebe seit 7 Monaten im Heim Kinderhaus Mabede und seit ich dort bin, habe ich meine Eltern 2-mal gesehen. Und seit über 5 Monaten darf ich meine Eltern also überhaupt keinen Kontakt haben. Ja. Und telefonieren, Post bekommen, gar nichts. Also richtig in Gefangenschaft. Genau, sozusagen. Wie im Knast. Wie im Knast. Ja. Und mein Handy wurde mir auch weggenommen. Also ich habe auch schon gesagt, dass ich endlich wieder Kontakt zu meinem Eltern will, aber mir hört da einfach keiner zu. Ich bin eingesperrt und ja. Unglaublich. Ja, und werde dort immer beobachtet und kontrolliert. Ja. Ja. Mein Zimmer wird oft durchsucht und... Okay, wir haben die Dorte und den Axel Scharndorf da. Ich habe die Namen jetzt gerade auch erfahren. Ihr beide, vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie hat das denn angefangen? Es muss ja irgendwo eine Situation gegeben werden, gewesen sein, wo irgendwie die Ämter oder die Behörden aufmerksam wurden. Ja, wie ist es begonnen? Also es ist eigentlich damit begonnen, dass die eigene Schwester von Antonia oder die Stiefschwester hat uns gegenüber den Eltern einen Vorwurf gemacht wegen angeblicher Gewalt in der Familie. Daraufhin, haben wir in Bremervörde gewohnt. Dort war das Jugendamt zuständig. Das Jugendamt ist bei uns nach Hause gekommen und dort meine Frau angetroffen. Dann haben wir versucht, das Kind also zu sehen, mit ihr zu sprechen. Dass in dem Moment meine Frau dann gesagt, dass das jetzt nicht üblich ist. Und daraufhin ist Antonia aber rausgekommen und dann haben sie nachher im Bericht geschrieben, Antonia wäre unterernährt, wäre schlecht aussehen. Naja, so ging dann das Ganze so langsam seinen Lauf. Dann sind wir nach Oswede umgezogen. Dadurch kam es dann dazu, dass die Zuständigkeit des Gerichtes abgegeben wurde von Bremervörde. Also es wurde gar nicht erst aufgenommen im Grunde. Das Jugendamt in Bremervörde hat den Fall sofort praktisch abgegeben an das Jugendamt in Osterholz-Scharmbeck. Das Kuriose noch an der ganzen Sache ist, das Jugendamt Osterholz-Scharmbeck sagt uns bis zum heutigen Tage, sie hätten den Fall geerbt und sie wären ja gar nicht zuständig. Aber die erste Amtshandlung, die dann kam praktisch, ja, dass sie uns dann Antonia in Obhut genommen haben. Das hat dann die Amtsrichterin Ziemer im Osterholzer Amtsgericht veranlasst. Das ist auch sehr kurios, was da abgelaufen ist. Also es ist folgendermaßen abgegangen. Wir haben also zu Anfang, wurden wir als Eltern dazu getrieben, dass wir sollten doch auseinandergehen. Das würde eben mit den Vorwürfen zusammenhängen und es wäre besser. Meine Frau wurde da regelrecht zu gezwungen, das auch denn so zu machen. Wir haben im Schädernein dann ja eben erfahren, warum das eigentlich praktiziert wird heute. Es werden versucht, zuerst die stabilen Familien auseinanderzureißen, dass die beiden Elternteile, damit praktisch die Sorgerechtsfrage auf einen Elternteil übertragen wird, weil es für die Ämter wesentlich einfacher ist, eine nicht intakte Familie anzugreifen, als wie eine intakte. Naja, auf jeden Fall ist es dann begonnen damit, dass die Gutachterin Frau Brebeck aus Tostedt beauftragt wurde von der Amtsrichterin Ziemer, dass sie ein Familiengutachten anstellen sollte, hat dann meine Frau besucht. Einmal, genau. Hat sie dort eben mit der Tochter zusammen aufgesucht, hat versucht,
verschiedene Fragen zu stellen an uns. Und für, also ich selber war nicht dabei. Hat mich dann auch gezwungen, eine Schweigepflichtanbindung zu unterschreiben. Mhm. Auch mit dem Hinweis, wenn ich das nicht mache, würde sie die Richterin anrufen und Antonia würde sofort wegkommen. Zu dem Zeitpunkt war Antonia noch bei uns. Ja. Dieses Gespräch hat einmal stattgefunden. Sie hat mich dann unter anderem auch unter Druck gesetzt, dass ich mit meinem Mann ja so nicht weiter zusammenleben könnte, wenn da Gewalt wäre. Gab es denn jetzt wirklich einen Anlass dafür, dass da irgendwas, habt ihr Gewalt im Haus irgendwie öfter mal, oder kommt das mal vor, dass die Hand ausrutscht, oder was ist da passiert? Überhaupt nicht, gar nicht. Wir vermuten, dass das einfach eine Racheaktion von der Stiefschwester ist, uns dreien gegenüber. Vielleicht auch die Eifersucht, dass wir eben eine glückliche Familie sind und sie ihm praktisch da nicht mehr zugehört, weil wir haben uns 2009 im Streit getrennt. Mhm. Seitdem war kein Kontakt mehr mit ihr, bis eben jetzt dieses... Sie lebt bei ihrem Vater oder wie ist das? Nein, sie ist 24, sie ist selbstständig. Also selbstständig, okay. Mhm. Und sie hat das also losgetreten sozusagen. Ja. Hat sie sich denn an die Behörden selber gewendet oder... Sie hat die Anzeige bei der Polizei getätigt und dann wurde das wohl von der Polizei aus zum Jugendamt gegeben, aber wir vermuten auch beides. Das können wir nicht 100% sagen. Daraufhin, wie gesagt, war das Jugendamt in Bremerförde dann ja an uns praktisch erstmal herangetreten. Ja, und dann ging das ja so schnell, weil wir dann eben auch dadurch, dass wir nach Hopswede gezogen sind, das hing mit der Oma von Antonia zusammen. Wir wollten also immer dort, weil meine Frau pflegt sie. Letztendlich wollten wir dann auch nach Hopswede hin und uns wurde dann ja im späteren Nein alles das vorgeworfen, weil wir sind halt relativ oft umgezogen, aber eben wie gesagt aus beruflichen Gründen und nicht irgendwelchen anderen Gründen, was uns vorgeworfen. Uns wurde vorgeworfen, wir würden vom Jugendamt flüchten. So. Das ist also, man darf hier in Deutschland, sag ich mal, nicht mehr frei sich bewegen. Man muss sich schon mal erstmal ortsässig bleiben, etwas länger. Naja, auf jeden Fall, dadurch, dass wir dann beim Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck gelandet sind, bei der ersten Verhandlungstag, wo sie uns dann ja erstmal als Angehörte alle, uns als Eltern, Antonia separat, hieß es dann ja gleich von der Richterin, ich will Ihnen eins gleich voraussagen, Sie kommen aus meinen Fängen nicht wieder raus. Das hat sie genau so gesagt. Ja. Genau aus diesem. So. Wir waren nur damals natürlich vom Kopf gestoßen, volle Pulle, weil wir konnten uns gar nicht auf die Situation einstellen. Beim zweiten Mal war es dann so, als Wiederanhörung war plötzlich die Stieftochter mit rein in die Gerichtsverhandlung. Als Überraschungsgast mit also wirklich vollem Dramadu uns gegenüber Vorwürfe. Unser Anwalt, den wir damals hatten, der wusste gar nicht mehr wohl, was er machen sollte. Der machte dann leider Gottes den Riesenfehler, dass er also alles praktisch gestattet hat, dem Gericht sich überall reinzuschleusen, sag ich mal, reinzugucken, obwohl es wir nie freigegeben haben. Das ging wohl ein bisschen untereinander, die ganze Geschichte. Naja, auf jeden Fall fingen sie dann an, um unser Leben zu forschen, ganz extrem. Bis zur Tiefe hin Kindheit, auch der Stieftochter und alles. Ja, und dann wurde eben alles zusammengefasst so. Ja, und dann plötzlich überraschend wurde dann Antonia in ihrer Schule in Lienthal am 25.01. dieses Jahres in Obhut genommen. Das Kuriose, aus dem Unterricht raus? Aus dem Unterricht raus. Und jetzt kommt's, wie das abgelaufen ist. Die Richterin, Frau Zimmer ist dort. Erzählen? Ja, oder das kann Antonia auch selber eben erzählen. Also, wir hatten ganz normalen Unterricht. Und irgendwann kam die Sekretärin von der Schule rein. Meine Eltern hätten angerufen, ich sollte mal eben ans Telefon kommen. So, dann hat die Sekretärin mich, normalerweise weiß ich, wo das Telefon ist und so, aber dann hat sie mich in einen anderen Raum gebracht. Und naja, dann hat Frau Zimmer gesagt, du kommst jetzt mit. Und dann habe ich mich aber gewehrt, ich wollte nicht mit, überhaupt nicht. Und dann hatte ich meine Sachen und so, mein Handy war in der Federtasche drin, deshalb der Direktor da rausgenommen, hatte Frau Zimmer das gegeben. So, und dann habe ich darauf bestanden, dass ich das gerne ausmachen möchte, das Handy. Und dann hat Frau Zimmer und Frau Weber, oder Frau Heuer war das, ne? Ja, Frau Heuer war das. Ja, Frau Heuer hat mir das dann
weggezogen. Die sind beide von der Schule, aus dem Sekretariat. Ja. Nee, vom Jugendamt. Die sind vom Jugendamt. Okay. Und die Richterin selber, Frau Zimmer. Die Richterin selber, die war also da selber auch noch. Dabei. Ja. Das ist auch eigentlich eine interessante Tätigkeit, ja, dass eine Richterin vor Ort dann quasi... Zumal sie eigentlich neutral bleiben soll als Richterin. Das ist das Kuriose an der Sache. Ne? Absolut. Ja, also und dann... Dann hat sie mir das Handy weggenommen. Sie meinte es auch nicht ausschalten zu müssen irgendwie. Hat es dann eingesteckt, mir nicht wiedergegeben. So, und dann wollte ich nicht weg. Hab gesagt, ich zieh mich nicht an. Und ja. Und davor war nur Frau Zimmer in diesem Raum. Dann wollte ich abhauen, bin auch abgehauen. Aber dann stand ich im Flur und dann standen die beiden, die mich abholen wollten, und Frau Zimmer neben mir und haben gesagt, entweder du kommst jetzt mit oder wo, wir holen die Polizei, dass die dich holt. So, dann sind wir wieder reingegangen, waren am Diskutieren. Ich will nicht mit, habe ich gesagt. Und ja, dann haben sie mich am Händen genommen, meine Jacke genommen, haben mich unter beiden Armen genommen und rausgetragen aus der Schule. Ich wollte mich wehren, aber wie denn? Kommt man ja nicht gegen an. Mhm. Und dann haben sie meine Sachen in ein fremdes Auto gebracht, was ich nicht kannte. Und haben mich, einer saß neben mir, hat mich auch angeschnallt. Und dann habe ich gesagt, ich will aber nicht mit, und ich konnte schon gar nichts mehr sehen, weil ich so geweint habe. Und dann haben sie draußen, einer saß im Auto und zwei andere haben noch diskutiert darüber. So, und irgendwann sind wir dann losgefahren. Und dann gleich ins Heim, oder wo bist du denn? Ja, dann hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Die haben, also ihr seid auch nicht jetzt, also das Heim ist bei Wisselhövede, ist wirklich eine Stunde von hier entfernt. Genau. Also auch nicht so, dass du mal eben dann noch... zu Fuß zurück nach Hause laufen könntest, aber es ist ja schrecklich, also unfassbare Geschichte. Ja. Also sie haben sich dann dahin gebracht und gleich dann abgeliefert und das... Nee, dann haben sie über die Fahrt über, haben sie dann Musik angemacht und haben so getan, als wenn nichts wäre. Die wollten auch mit mir reden, habe ich gesagt, ich rede nicht mit ihnen. Und dann habe ich das gelesen, das stand am Briefkasten, Kinderhaus und Wedel. Und dann haben sie mich reingebracht und so, wollten mit mir ins Büro. Und dann... sind wir auch ins Büro gegangen und dann haben sie mich gefragt, ob es mir hier gefällt. Habe ich gesagt, ich will sofort wieder nach Hause. Aber mir hat da überhaupt keiner zugehört. Und dann haben sie mich rausgeschickt. Eine Mitarbeiterin hat mir das Haus gezeigt und so. Und ja, haben sie mir mein Zimmer gezeigt, das wäre deins. Und das war überhaupt nicht liebevoll, mein Zimmer. Es war ganz, ganz klein und so. Und ja, und irgendwann haben getan, als wenn nichts wäre, und sind dann einfach gegangen. Unfassbar. Und du bist jetzt, von Januar war das an? Von Januar bis jetzt. Bis Ende August eigentlich. Ja. Da festgehalten gegen deinen Willen. Genau. Und du hast ja wahrscheinlich auch immer wieder gesagt, dass... Ja, aber das auf fehlt jeden Fall. Du bist jetzt 13 Jahre alt. Ja. Erstmal Respekt dafür, wie du dich verhalten hast. Also die Situation ist, wie hast du das denn jetzt geschafft, du bist abgehauen? Ja, also ich bin durch die Vordertür, bin ich dann... Richtung Tankstelle. Dann war da eine Frau, die kam aus München. Ich habe sie gefragt, ob sie mich mitnehmen würde. Halt gesagt, ich muss noch zum Arzttermin, weil ich jetzt... Und dann hat sie mich vor Rothenburger Bahnhof rausgelassen. Dann bin ich mit dem Zug nach Bremen. Dann bin ich dann wieder durch Bremen und dann nach Bobswede mit... Im Bus? Nee, mit dem Zug, bitte. Ja. Okay. Und du hast dann also die Nummer von BewusstTV, also meine Nummer sozusagen, aus dem Telefonbuch rausgesucht? Nee, ich wusste die Nummer, ich hätte mir das aufgeschrieben aus dem Internet. Und glaube ich, weil zu Hause die Eltern hätten wahrscheinlich, da würde man ja auch als erstes suchen, also du hast im Grunde schon richtig gehandelt und intelligent gehandelt. Das ist natürlich jetzt eine Situation, die unfassbar ist, aber wir wollen sie eben öffentlich machen, weil wir, wie gesagt, immer wieder so Sachen hören. Und ihr habt euch auch damit befasst, dass sowas kein Einzelfall ist? Nein, wir haben also von vielen betroffenen Eltern also verschiedenste Sachen gehört, was hier in Deutschland passiert. Und ich muss echt sagen, das macht einen Angst. Also wir sind hier scheinbar in einem Staat drin, wo ich sage, hier wird mit Kindern gehandelt. Und das sage ich hier so vor der Kamera, wie das ist. Denn was hier abläuft, es gibt das SGB 8, das Sozialgesetzbuch bei solchen Sachen, das eigentlich alles vorschreibt, wie es laufen soll.
wir sollen erst angehört werden und es soll versucht werden, wenn dann der Fall ist, dass dort tatsächlich solche Vorwürfe sind, dass den Eltern geholfen wird. Hier wird nicht geholfen. Im Kreis Osterholz-Scharmbeck kann ich nur sagen, hier werden die Kinder in Obhut genommen. Und ich weiß auch von anderen, dass hier in Osterholz-Scharmbeck das öfter passiert. Und ich nehme da auch keine Hand vom Mund, weil ich das weiß. Und weil mich das, ich will Ihnen erzählen, wie weit wir gegangen sind. Wir haben jetzt den 7. Anwalt verschlissen. Weil alle Anwälte, die wir feststellen mussten oder oft feststellen mussten, eigentlich an das Kindeswohl als solches nicht stark interessiert. Sie sind an unserem Wohl, das uns das Geld abzunehmen. Das ist die Geschichte. Und immer wieder wurden dann scheinbar Gespräche zwischen den Anwälten und der Richterin geführt oder Jugendamt, wie auch immer. Plötzlich war die Initiative zu Anfang, die da war, war dann plötzlich tot, mussten wir feststellen. Wir sind jetzt zum Schluss bei dem Anwalt Herrn Matuszek, einem polnischen Anwalt, reingegangen. Einfach aus dem Grunde, weil wir von betroffenen Eltern erfahren haben von einer Veranstaltung in Berlin. Dort ist dieser Anwalt mit polnischen Medien zusammen auch in Obhutnahme eines kleinen Babys nach der Geburt. Dort vor Gericht diese Gerichtsverhandlung gewesen und die polnischen Medien machen das etwas anders wie hier die deutschen. Zumindest ist das wohl etwas einfacher. Sie sind dort aufgetaucht mit Kameras und alles und haben halt aus dieser öffentlichen Verhandlung oder nicht öffentlichen Verhandlung eine öffentliche gemacht, zumindest so gut wie es ging. Und siehe da, wenn die Medien genug große Macht ausüben, kommt das Kind nach 3 Stunden frei. Also sowas passiert im Grunde im Verborgenen, weil kein Hahn danach kräht, die Familien sind zerrüttet sozusagen oder man versucht sie dann eben noch zu zerstören. Das scheint ja auch eine gesamte Politik zu sein und wir haben ja hier bei Bewusst TV viele Sendungen, wo man einfach sieht, mit dem ganzen Bildungs- und Erziehungssystem geht es scheinbar darum, die Menschen nicht frei und souverän zu machen, sondern eben ins System einzupassen. Und dass da die Familien zerstört werden, weil man die Kinder eben schon ganz früh in die Kita und so weiter bringt. Und es wird ja immer weiter vorangetrieben, aus bestimmten Gründen scheinbar. Aber das hier ist ja wirklich erschreckend, was da läuft. Nun ist ja doch eine Zeit vergangen, also vom Januar bis August. Haben Sie da noch irgendwie versucht, immer natürlich wahrscheinlich da irgendwie versucht, das Kind zurückzukriegen? Wir haben also der Kontakt, der wird regelrecht unterbunden zwischen uns und unserer Tochter. Und auch, man kann auch nicht hinfahren? Nein, uns ist eine Geldstrafe auferlegt worden von 25.000 Euro pro Person, wenn wir uns unserem Kind nähern. Unfassbar. In dem letzten Beschluss, den die Frau Ziemer gemacht hat. Wir durften Antonia nicht mal an ihrem Geburtstag sehen. Keine Geschenke schicken, nichts. Also unfassbar und traurig. Also eine so gewaltige Kontaktsperre, wie dort herrscht, habe ich noch nicht erlebt. Also wir sind in allen gerichtlichen Instanzen im Moment in Gange. Und es ist wirklich so, dass hier Menschenrechte und Kinderrechte und Grundgesetze, die wir in Deutschland haben, die zählen hier überhaupt nicht. Und da kämpfen wir im Moment gerade für. Aber selbst die Oberlandesgerichte, wo wir auch ja auf allen Frequenzen in Gange sind, scheint es nicht zu interessieren. Ich weiß nicht, wozu wir hier noch Gesetze haben in Deutschland. Wir haben keine Demokratie mehr. Das ist mein Gefühl. Weil wenn es diese Gesetze gibt, dann bitte ich auch, sie anzuwenden. Ja, wie gesagt, ich kann es auch nur aus meiner Erfahrung sagen. Wie gesagt, wir hatten schon Sendungen drüber und ich kriege immer wieder solche Fälle, die man gar nicht alle einzeln vorstellen kann, weil es so viele sind. Also es scheint wirklich ein Massenphänomen zu sein, dass die Kinder weggenommen werden. Und was kann denn da, ich meine, man kann jetzt alles Mögliche vermuten. Sie haben gesagt, es geht auch ums Geld. Ja. Sind das diese Pflegeplätze? Oder genau, das sind also praktisch die Pflegestelle, wo Antonia ist und alles, was damit zusammenhängt, sind ja Staatsgelder, die dafür eingesetzt werden in dem Fall. Sie bewegen sich je nachdem zwischen 5.000 bis 10.000 Euro bewegen wir uns pro Monat. Und das ist natürlich ein Riesenmarkt, Geld zu bewegen. Also nur mal so, aus Berichten von betroffenen Eltern ist das ein Milliardenmarkt in Deutschland. Das ist kein Millionenmarkt, ein Milliardenmarkt. Und Kinder, es geht hier nicht mehr ums Kinderwohl. Sicher, es gibt den Fall auch, das müssen wir natürlich alle unterscheiden, wo es wirklich so ist. Aber ich sag mal, bei uns wurde ja auch alles überprüft und es wurde auch alles eingestellt. Weil es gibt keine Beweise dafür. Ja. Wie gesagt, ich hatte ja auch nicht den Eindruck, dass sie jetzt irgendwie völlig nicht in der Lage sind, irgendwie eine Tochter großzuziehen oder irgendwie Alkoholprobleme oder Drogenprobleme. Das kann man wirklich nicht erkennen nach meinem Dafürhalten jetzt. Und es gibt also keinen Grund dafür, außer dass da Geld verdient wird. Ich meine, wenn man so ein Pflegeheim hätte,
Wie viele sind an dem Heim? 10. 10 Leute, also die pro Monat 5.000 oder mehr kriegen. Da hätte man im Monat 50.000 Euro. Da hat, kann man natürlich. Das wird verteilt zwar das Geld untereinander irgendwie, aber das Problem ist, das ist das, was uns ja irgendwo später in Rechnung gestellt wird. Das ist ja noch das Schlimmste daran. Also wir als Eltern müssen dafür bezahlen, dass unser Kind im Heim lebt und wir es nicht sehen dürfen. Unfassbar. Das ist das total Unfassbare im Ganzen. Und es wird auch richtig von der Heimleitung selber auch unterbunden, der Kontakt. Dieser letzte Beschluss, den die Frau Ziemer gemacht hat, der basiert auf Lügen von der Heimleitung. Tonja, du wolltest was sagen? Ja, das ist so, also eine der Heimleiter hat wortwörtlich gesagt, dass das Geld von eins der Kinder gespart wird, damit was im Heim selber gekauft werden kann. Von einem der Kinder wird ja. das Geld gespart. Okay. Und der Rest ist sozusagen Gewinn oder wie? Oder was? Ja, denke ich schon. Mhm. Unfassbar, du hast ja noch Notizen gemacht, gibt es noch ein paar Sachen? Ja, also zum Beispiel, ich darf nicht alleine zur Schule, gar nicht. Ich werde auch abgeholt. Meine Klassenlehrerin ist auch informiert darüber. Ich darf auch nirgendwo alleine hin, nichts. Und Inliner fahren auch nicht, Freunde verabreden nicht. Mhm. Und die Heimleitung, die macht auch wirklich meine Eltern schlecht. Wortwörtlich. Und also wie schon gesagt, zum Geburtstag durfte ich nichts, also nicht mal anrufen oder so. Also ich habe auch ein Video reingestellt, über YouTube, ja. Und das haben die heute auch entdeckt. Deswegen bin ich abgehauen, weil ich Angst hatte, ich wusste nicht, was passiert. Ist ja irre, dass es überhaupt geklappt hat, dass du es geschafft hast, erstmal ein Video bei YouTube reinzusetzen, aber das ist, wie gesagt, ja scheinbar auch schnell entdeckt worden und schnell entfernt worden. Also die arbeiten scheinbar ja irgendwie alle zusammen. Ja. Unglaublich. Und dann hast du eben, ja, ich habe davon erfahren, über Facebook gab es also einen Aufruf auch, ja. Ja. Habe ich auch erst gesagt, naja gut, was soll ich da machen? Ich kann mich nicht um jeden Fall. Dann habe ich gesehen, das Ostholz-Scharmbeck ist in der Nähe. Ich habe dann versucht, da den Kontakt herzustellen und dann hatte ich deine E-Mail-Adresse und da hatten wir schon die ersten Kontakte. Aber ich wusste nicht, dass du jetzt wirklich abhaust. Mhm. Jetzt müssen wir mal sehen, wie es mit dir weitergeht. Das wissen sie auch noch nicht, ne? Also was da jetzt. Also ich möchte auf keinen Fall in dieses Heim zurück. Das kann ich verstehen, natürlich. Und wir können natürlich relativ wenig machen, als jetzt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Phänomen zu richten, dass es scheinbar da keine Kontrolle gibt, dass einfach Kinder weggenommen werden aus intakten Familien, wofür es keinen Grund gibt. Und wie gesagt, ich sehe einfach, dass da nichts im Argen ist, sondern ich habe gesehen, wie ihr euch begegnet seid und erstmal die Tränen geflossen sind. Das heißt, ich habe ganz stark empfunden, dass eigentlich alles in Ordnung ist, so wie es sein sollte zwischen Eltern und Kindern. Also du hast auch an deinen Eltern nichts auszusetzen, dass die irgendwie... Nein. Und das startet mit irgendjemand, der denunziert sozusagen, also mit deiner Stiefschwester. Mhm. Aber die Richter, die prüfen dann und die Jugendämter scheinen das dann auch gerne zu übernehmen, weil es passt natürlich und dann haben sie wieder einen Anlass oder wie. Ja, das Kuriose ist ja hierbei, dass wie gesagt das Jugendamt Ostholz-Scharmbeck bis heute sich da raushält und sagt, die Richterin Ziemer regelt das. Obwohl das Jugendamt ja eigentlich, wenn unser Kind in Obhut genommen wurde, ja auch wohl etwas darüber zu sagen hat, sag ich mal. Ne? Und das ist eben, sie halten sich total raus aus dem Ganzen. Also wir haben zuletzt, sollten einen Vertrag unterschreiben von einer Trägerschaft, der Caritas. Da stand regelrecht drin, wir dürfen unsere Tochter nach dem Beschluss der Richterin Ziemer alle 3 Wochen sehen, 2 Stunden lang. Davon müssen wir 1 Stunde vorher ein Vorgespräch halten und danach ein Nachgespräch. Und wir dürfen nichts übers Heim erzählen, wir dürfen nichts untereinander, wir dürfen keine Gefühle praktisch äußern. Also es soll so steril wie nur möglich sein. Und das ganz Schlimme, was hier ja auch bei ist noch, ist ja Folgendes. Wir haben seit Februar, sagen wir, dass wir keiner Begutachtung als Eltern zustimmen, weil dazu sind wir nicht verpflichtet. Es ist auch keine Erziehungsfähigkeit messbar, auch wenn das gerne die Gutachter alles machen wollen. Ja. Daraufhin hat die Gutachterin
im Auftrage der Richterin weitergemacht, ohne dass sie eine Zustimmung dafür hatte. Und dann ist am Ende, kurz bevor wir eigentlich vielleicht eine Möglichkeit hatten, Antonia rechtlich vielleicht auch da etwas rauszuholen vielleicht, kam es dann plötzlich dieses Familiengutachten über fast 75 Seiten. Das ist ein sogenanntes Ferngutachten. Das heißt, aus dem, was an Protokollen, an Gesprächen geflossen ist, wird ein Gutachten gemacht, woraus rausgesehen wird, am Ende, das Kind kann auf keinen Fall zu der Familie zurück. Es ist da gut aufgehoben, wo es ist. Und ja, wir als Eltern haben dadurch, dass wir eben halt viele Kontakte von betroffenen Eltern und Rechtsanwälten etc. haben, die Gutachterin Frau Jacobs aus Gießen engagiert, ein Plausibilitätsgutachten durchzuführen. Das haben wir auch gemacht. Dabei ist rausgekommen, dass dieses Gutachten, was dort erstellt wurde, keinerlei Normen von Gutachten entspricht. Es wird also regelrecht abgeschmettert. Und das ist jetzt im Moment beim Oberlandesgericht liegt das vor zur Prüfung. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt, ob sie das jetzt auch einfach so wieder abwählen. Nur dass diese Begutachtung, wenn wir als Eltern sagen, wir wollen uns nicht begutachten, dann ist es unser Recht. Mhm. Und dann einfach eine Begutachtung an dem dann noch durchzuführen, was an Aussagen, an Falschaussagen draußen geflossen ist. Das finde ich schon dann ein starkes Stück. Ja, das Ganze ist ein starkes Stück und mich wundert so ein bisschen die Rolle der Richterin, weil ich habe immer den naiven Glauben gehabt, ein Richter hat neutral zu sein, der hat eben beide Parteien anzuhören und dann ein Urteil zu fällen, aber sich nicht da persönlich einzumischen. Richtig. Das ist ja schon interessant, dass die schon die Antonia abgeholt hat. Und dann auch schon diese Äußerungen gemacht hat, die ganz klar sagen, dass sie da ja ganz klar befangen ist. Und das hat ja mit der Rolle einer Richterin eigentlich nur überhaupt nichts zu tun. Und Frau Zimmer hat auch wortwörtlich zu mir gesagt, dass ich nicht mehr nach Hause kommen werde. So, also sie kennt auch schon die Zukunft, ja, weil sie wahrscheinlich da sehr viel zu sagen hat. Aber das hat ja mit der Rolle eines Richters oder einer Richterin in einem Rechtsstaat, wie er idealerweise sein sollte, überhaupt nichts zu tun. Also es ist erschreckend und deswegen machen wir das hier bei bewusst.tv nochmal so deutlich und haben jetzt diesen aktuellen Fall in Form von Antonia mal mit reingenommen, ganz spontan. Antonia, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht und wie es die nächsten Tage für dich aussieht. Du wirst dich also irgendwo auch, musst irgendwo unterkriechen. Mhm. Wir schauen mal, ob wir da irgendwie helfen können. Ich finde das toll, erstmal, wie du das gemacht hast und die Initiative. Ich wünsche euch wirklich alles, ja, ich meine, jeder, der ein intaktes Herz hat, der kann eigentlich nur sagen, das kann es nicht sein. Und ich möchte wirklich hier einen Appell auch an die Jugendämter und an die Richter und an die Öffentlichkeit richten, dass wir sowas nicht zulassen, dass sowas geschieht in einem Land, in dem ja, wir eigentlich immer noch denken, dass wir einen Rechtsstaat haben. Also es gibt keinen Grund, dass da die Familie getrennt wird und ich hoffe, dass es dann irgendwie eine Besserung geben wird und es ist jetzt eigentlich ein Aufschrei dieser Sendung, was ihr macht, um das an die Öffentlichkeit zu bringen, weil auf dem rechtlichen Wege hat sich ja keiner drum gekümmert, auch um die menschlichen Dinge, also keiner hat jetzt gefragt, was willst du eigentlich? Das interessiert keinen. Ja, und dass ihr zusammenkommt, da dürft ihr noch nicht mal Gefühle zeigen. Ja, schöne neue Welt, kann ich nur sagen. Also, Antonia, toll, wie du das bisher durchgestanden hast. Ich wünsche dir alles Gute und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja? Mhm. Noch irgendwie ein Appell, ein Schlusswort an die? Ich möchte an allen Eltern, die ihre Kinder lieben, Folgendes sagen. Es kann jeden von ihnen so treffen, wie es uns getroffen hat. Sie brauchen nur jemanden haben, der sie nicht mag oder irgendwas, er gibt eine falsche Information ab. Sie sind ihr Kind los. Und wirklich, es kann jeden treffen. Darum sage ich Ihnen, passen Sie auf. Lieben Sie Ihre Kinder und passen Sie auf. Jetzt, wie wir miterleben jetzt, das möchte ich keinen Eltern, dass es denen passiert. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Ja, lasse ich als Schlusswort so stehen. Vielen Dank euch. Ja. Vielen Dank.